So, servus, bin mal wieder unterwegs, mache mit dem Dachzelt 2 Tage ganz entspannt an einem Campingplatz im Bayerischen Wald. Und damit es nicht so langweilig wird, werde ich morgen noch eine schöne Wanderung machen. Genau. Wenn ihr Lust habt, wollt mich begleiten, dann bleibt es auf jeden Fall dran. Dachzelt steht. Es ging ja relativ schnell, so wie immer. Und da habe ich das Stromkabel gelegt hier. Und da ist der Verteiler jetzt. Nachher für auf jeden Fall für die Heizbox. Das ist ganz wichtig. Jetzt muss ich nur das Dach aufspannen. So, genau. Heute werde ich auf jeden Fall mal versuchen, im Aufenthaltszelt zu sitzen und das aufzubauen. Ich muss zugeben, ich habe es noch nie gemacht. Werde ich jetzt rumwursteln und da habe ich dann den langen Strom, den Stromadapter habe ich da gelegt, damit ich schön warm habe in dem Aufenthaltszelt. Alles kann man schon zumachen. So, also Wohnecke steht schon mal wunderbar. Wie gesagt, es war ein bisschen frickelig alleine, aber es geht. Das erste Mal aufbauen ist immer ein bisschen doof. Ja, das hat funktioniert. Bin eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Hier ist der Eingang dann. Da schauen wir dann gleich mal einer. Ich muss noch fertig einräumen. Das Wichtigste. So, gehen wir mal rein. Boah, also schon, ich habe den Ekomat 2000 habe ich schon eingeschaltet. Der läuft jetzt auf maximal, ich wollte es mal ausprobieren, ich gehe jetzt mal runter auf 750 Watt, weil hier drin ist schon brutal warm. Puh, bin mal gespannt, wie sich das dann entwickelt mit der Wärme hier. Ich finde es schon mal ziemlich geil. Ach, meine Lampe habe ich noch vergessen. Mir gefällt das sehr gut im Moment. Vor allen Dingen, weil man da auch ein bisschen abgeschirmt ist. Also, weil wie das letzte Mal hier im Sommer draußen war, nur mit Tarp, ja, irgendwie ist das nach 2 Tagen dann schon anstrengend, wenn dich jeder sieht. Aber so hast du ein bisschen Privatsphäre. Das finde ich sehr, sehr gut. Und man hat ja auch einiges an Fenstermöglichkeiten. Also kannst hier aufmachen überall. Diese Front kann man komplett öffnen. Das heißt, es würde sich also als Autovordach auch noch eignen und hat dann quasi wie so ein Tarp. Könnte ich jetzt mit ein bisschen Tricksen vielleicht auch mit dem Dachzelt kombinieren, aber es ist kein Regen erwartet. Ja, finde ich cool und da habe ich ja sowieso ein kleines Dach am Dachzelt. Von dem her runtergehen, reingehen, trocken. Das ist cool, gefällt mir.
alles Moskitonetz, kommt schon mal nichts rein im Sommer und im Winter. Ja, könnte man schon angenehme Temperaturen hier drin erreichen mit dem Würfel da. Ich habe jetzt den Ecomark 2000, den habe ich jetzt runtergestellt auf 450 Watt und maximal. Es ist extrem warm. Ich bin mal gespannt, wie sich das heute Abend schlägt. Auf jeden Fall ist es geil. Jetzt habe ich eine schöne Base, wo ich mich austoben kann, wo ich sitzen kann, mich aufhalten kann, was kochen kann, irgendwas kann. Und jetzt muss ich Wasser holen. Eigentlich hasse ich das Geräusch. Vor allen Dingen morgens, wenn die ersten Leute aufstehen. Kann ich gar nicht ab. So, ich muss jetzt Wasser holen. Jetzt gehen wir mal davor. Na, da schon her. Wahnsinn. Ihr müsst euch das Video vom Sommer mal anschauen, wie voll das war hier. Und jetzt rüberschaut, ist gar nichts mehr los. Null. Ja, und man sieht natürlich mehr rein, weil keine Blätter mehr da sind. Aber ist schon cool, da gibt es echt gute Plätzchen. Stunde der Wahrheit. Zu, warum? Ich hätte mir es fast gedacht, aber warum? Mal checken, ob hier offen ist. Ah, ist offen. Ja, und schön warm. Okay, hier war ich eigentlich noch gar nicht drin. Das ist die Jungsecke. Duschen und so. Wie man sieht, nehme ich zumindest mal an. Aha. Wow, groß ist das hier alles. Mit Umkleidung, das ist gut. Ist das überhaupt eine Dusche? Wow, krass, ja. Ist gut, 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 gut. Mega. Da ist sogar Seife da. Na ja, dann. Gut. Perfekt. So, jetzt sind hier mal 12 Liter drin. Da muss ich auch nicht immer hierher. Passt die Geschichte. So, wieder raus hier. Ja, mit einer Hand, wenn man filmt, gell? Ja, man merkt halt schon alles irgendwie, was mit Kochen oder so, gibt natürlich hier Wärme ab. Und die speichert es dann auch. Wir haben jetzt aktuell ja, so 16, 17 Grad im Innenbereich hier, in der Wohnung. Ja, ich muss sagen, also für meine Verhältnisse ist das schon extremer Luxus. Ich habe sowas noch nie gehabt. Das Zelt habe ich im Sommer nach dem ersten Campingausflug hier gekauft. Das ist spottbillig. Lang geschaut. Ich habe oft verglichen und so. Aber ja, das ist für mich ideal, weil es hat einen Boden, dann die Feuchtigkeit nicht so reinzieht. Und man kann zu zweit hier drin sitzen. Theoretisch könnte noch einer mit einer Liege hier schlafen oder zwei sogar, wenn man ein bisschen zusammenräumt. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Das weiß ich wettermäßig, ob das jetzt wasserdicht ist. Das müsste ich halt wirklich testen. Kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, ja, soweit. Ich sitze da selber, ist sehr gemütlich. Bin ich echt zufrieden und man ist für sich. Voll cool. So muss das sein. Bin ich richtig glücklich und jetzt mache ich mir meinen Kaffee. Ah, und der Spinne da oben, der gefällt es auch ganz gut, weil es hier ein bisschen wärmer ist, vermutlich.
die lasse ich da. Die darf da noch ein bisschen sitzen und sich es gemütlich machen. Ganz kurz, ich wollte diese Heizung mal vorstellen eben. Die habe ich von der Firma Kempwerk und das ist der Ecomat 2000 oder besser bekannt als Ecomat 2000. Wird wahrscheinlich in der Schweiz gebaut und ja, ist ein cooler Heizwürfel, der sehr warm macht fürs Camping oder für die Notheizung zu Hause und zum anderen auch sehr sicher ist von der Handhabung. Ist natürlich kein Gas, man braucht Strom. Wie man sieht, habe ich das Kabel da lang gelegt und das Schöne ist, auf der Minimalstufe läuft er auch sehr leise. Ja, also der läuft schon. Es gibt 450 Watt, 750 Watt und Maximalstufe ist wahrscheinlich dann 2000 Watt oder so. Falls ich mich täusche, schreibe ich es nochmal rein. Und ja, hier kannst du eben die Temperatur einstellen. Es gibt auch einen Ventilator-Modus. Also wenn es jetzt eben zu warm wird, kannst du dich da kühlen mit. Je nachdem, also ein ganz normaler Ventilator eben. Mit dem, was eingebaut ist, klar. Hier ist ein Frostschutzwächter, der hält immer 5 Grad. Kann sein, dass ich den heute Nacht im Dachzelt einschalte. Ich weiß es noch nicht, ich werde es mal ausprobieren. 18, 22, 25, 28 maximal Grad. Ich weiß nicht, was das ausmacht. Jedenfalls hat das hier in diesem kleinen Zelt, was ich hier habe, diesem Wohnraum, Aufenthaltszelt, da gibt es schon eine ordentliche Wärme. Ich habe auch extra ein Thermometer mitgenommen, weil ich nachher wissen will, wie der Unterschied hier wird. Genau, und Sicherheit ist auch gegeben dadurch, dass wenn der umfallen sollte, dann geht der aus. Achtung! Das Lampball, das leuchtet natürlich noch, aber er geht aus, denn er hat so einen Stift hier unten. Der heißt, also der läuft wirklich nur, wenn der Stift gedrückt ist. Genau. Also Sicherheit auch noch da. So, bei mir ist es zu warm. So 22 Grad maximal sollten reichen. Und ja, im Dachzelt werde ich den auch ausprobieren. Oh, Wahnsinn, es ist erst 3 Uhr. Müde bin ich ohne Ende und hier ist es auch so eine Dunkelheit ist hier da. Also ob ich heute recht alt werde, das bezweifle ich. Diese Zeitumstellung macht mich jedes Mal fertig. Es dauert ewig, bis man sich daran gewöhnt hat. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr cool hier. Ein bisschen feucht das Ganze hier. Also schon 22 Grad hier. Geil. Ja, der Heizwürfel macht wirklich sein Ding. So wie es soll. Perfekt. Ich habe es jetzt ausgeschaltet, weil es wird dann zu warm. Und ja, ist mega. Also im Dachzelt wird es auf jeden Fall funktionieren. Ich habe ja noch das Thermozelt drin. Da wird sich ja nichts fehlen. Genau, also mit Strom ist das natürlich optimal und ohne Strom, da habe ich ja die Gasheizung, das funktioniert genauso, einwandfrei. Natürlich hast du dann den Gasaustritt, musst dementsprechend lüften und so und du hast eine offene Flamme, wobei krass ist das nicht und wenn man aufpasst, kann auch nicht viel passieren. Genau, so viel zu dem Thema. Das dürfte jetzt erstmal abgeschlossen sein für heute, dann bin ich mal gespannt in der Nacht und
Ja, mir geht es ja eigentlich nur darum, dass ich mich quasi wohl temperiert umziehen kann. Ich habe einfach keine Lust zu schlottern. Das muss ja auch nicht sein. Ist überhaupt nicht nötig in dem Fall. Ja, passt. Freue mich schon drauf. Bin ich echt mal gespannt, wie es da oben wird dann heute Nacht. So, das wird dann morgen meine Wanderstrecke sein. Freue mich auch schon drauf, so wie es aussieht. Viel Wald. Ja, cool. Passt. Ich habe entschlossen, dass ich nicht selber kochen werde heute. Ich habe einfach große Lust, essen zu gehen. Genau. Die Einsamkeit habe ich mitgepachtet irgendwie. Aber ist okay. Ja, schon gut was kalt. Kann man sehen. Jetzt werde ich ein bisschen einheizen und das Ganze nochmal austesten. Das Thermometer steigt gerade, weil ich es in der Hand habe. Misst zwar gerade 5 Grad. Ja, das ist blöd. Ich hätte es jetzt nicht anfassen sollen. Steigt schon. Jetzt haben wir schon 10 Grad auf dem. Okay. So, ich bin jetzt im Dachzelt oben und habe den Ekomat mal angemacht auf 450 Watt. Hier ist die verlegte Steckdose. Und jetzt schauen wir mal, ich merke, das ist brutal heiß wie eine Sauna. Ja, also geht schon was. 22 Grad hier oben drin. Und jetzt schalte ich aus, weil mir es zu warm wird. Puh, hat seinen Zweck erfüllt auf jeden Fall. Guten Morgen. Ja, war sehr, sehr kühl heute Nacht, wirklich. Ich habe mehrmals einen Heizwürfel angemacht. Das war auch ganz gut so, weil dann konnte man es ein bisschen abtrocknen, auch im Kondens ein bisschen. Es hat dann gepasst. Es war auch angenehm. Ja, jetzt auch so eine Temperatur, dass ich jetzt wieder mich gemütlich umziehen konnte. Jetzt gehe ich runter ins Waschhäuschen und dann frühstücke ich erstmal. So, alles gepackt und los geht's.
Ja, Bayerischer Wald halt, gell. Hoch, 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 hoch. Ja. Naja. Weiter geht's, sonst sieht man ja nichts. Da ist eine schöne Burgruine. Na, natürlich genial, wenn der Weg da vorbeiführen würde. Aber da habe ich nichts gelesen von. Schon Hammer. Ganz oben und extrem alleine. Der Wahnsinn. Schon krass. Ja, also ich gehe jetzt dann so einen Bogen und dann geht es runter zum Schwarzen Regen. Also da freue ich mich total drauf, weil da war ich schon mal mit den Kindern früher, wie sie noch klein waren, schon lange her. Ganz am Anfang meiner Bushcraft-YouTube-Zeit. Da gehe ich dann unten lang. Ja, freue mich jetzt drauf. Schöner Trail. Da unten ist der schwarze Regen. Ja, ein bisschen hell sieht man nicht. Und echt ganz schön weit weg. Ich hoffe, ich komme noch ein bisschen näher dran. Weil da vorne, vorab sind die Bahngleise. Oh, mal schauen. Wäre schon schön, wenn es da ein bisschen näher rangehen würde. Ja. Oh Gott. Schade, so weit weg vom schwarzen Regen. Ey. Da kann man sehen. Und das ist genau derselbe Fluss, der an dem Campingplatz vorbei geht. Und da kann man auch Kanufahrten machen. Das ist das ganze Bayerisch-Kanada, so wie das heißt hier. Was tatsächlich auch so aussieht. Schon eine Märchenlandschaft hier, so eine kleine Modelleisenbahnlandschaft. Richtig schön. Gefällt das wirklich sehr gut. Top Wanderung, kann man nicht meckern, sehr schön. So, das war's, wieder zurück. Ja, eine schöne Wanderung insgesamt. Und jetzt gibt's erstmal einen Kaffee an der Base. Duschen war ich auch schon. Das hat mich noch müder gemacht, ehrlich gesagt. Es ist erst 3:15 Uhr. Ich glaube, heute gehe ich um 6 Uhr schlafen oder so. Na, jetzt schaue ich erstmal. Ich bleibe eine Weile sitzen. Ich habe ja keine Pause gemacht quasi bei der Wanderung. Ich bleibe hier erstmal ein bisschen hocken, trinke meinen Kaffee und esse hier so ein Schoko und dann schauen wir mal weiter. Viel passieren wird sonst nicht mehr. Ich habe jetzt mal die Gasheizung ausprobiert. Ein bisschen laufen lassen, wie ich jetzt weg war, aber das Ding bringt hier in dem Zelt nicht die Wärme wie jetzt der Ecomar 2000. Kein Scherz, also der ist wirklich um einiges wärmer. 5:30 Uhr. Ich werde mir jetzt was zu essen machen. Heute gehe ich nicht essen. Genau. Einfach einen Doseneintopf oder so. Ja, schade, dass es schon wieder vorbei ist.
Ein Tag ist sowieso überhaupt nicht rentabel, zwei ist wenig, ja. Aber immerhin. Also, aber trotzdem schade. Morgen wieder Retour. Zusammenpacken. Boah, schauen wir mal. Ich bin mal gespannt, wie ich mich da anstelle mit dem Zusammenräumen von dem Zelt. Ob das alles so funktioniert. Genau. Also, wird mit Sicherheit ganz interessant, denke ich mal. Nächste Video ist jetzt diesen Freitag geplant. Ob ich es schaffe, kommt darauf an, wie es mir von morgen geht, weil ich habe nur morgen Zeit zum Drehen und zum Schneiden. Es ist alles hergerichtet, das habe ich schick geschafft, es wird interessant sein. So, Prost, Freunde. Saugemütlich. Hinten holt ein Käuzchen. Taugt mir gerade voll. Super geil. Schön warm. Durch die ganzen, durch den Kocher, durch den Gasofen da. Natürlich schon eine gute Raumtemperatur, wo man sich echt wohl fühlt. Tipptopp. So, wieder ein sonniger Morgen, bisschen bewölkt da hinten. Kühl ist es. Zeit zum Frühstücken und Kaffee. Das Ding leer ist, ich schwöre es euch, gibt es noch echten Kaffee draußen. Ich habe keine Lust mehr auf die Blöre. So, das war's. Leider, ich fahre jetzt nach Hause. Ich werde noch vorne an der Rezeption, muss ich mich noch auschecken, den Müll noch wegbringen hier. Ja, mit dem Vorzelt bzw. mit dem Aufenthaltszelt rentiert sich nicht unter 2 Tage definitiv, weil es ist schon aufwendig, das Auf- und Abbauen. So ist es jetzt auch nicht. Genau, ansonsten war wieder sehr schön hier. Mir hat es gut gefallen. Also insgesamt waren wir dann letztendlich 4 Leute oder so auf dem Platz. Das ist, ja, es war äußerst entspannend, hat richtig gut getan, die Wanderung war gut und einfach schön. Genau, somit verabschiede ich mich hier wieder. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht's gut, bleibt's gesund, Servus, ciao.